Ich muss sogar noch einen Generator dazwischen schalten. Und das ist auch möglich. Also Hi, willkommen auf meinem Kanal Sivoplan. Das heutige Thema ist Blackout-Schutz. Und zwar nach meinem letzten Video, wo ich ein Standardhaus gegenüber ein Smart Home Haus verglichen habe. Da habe ich nämlich Folgendes gemacht: einfach mal den Strom ausgeschaltet und geguckt, wie lange braucht so ein Smart Home Haus, wenn ich den Strom wieder zuführe, bis es ja wieder funktioniert, ne? Und das war innerhalb ein paar Sekunden und das Ganze hat wieder funktioniert. Gerne mal reinsehen, wer das Video noch nicht gesehen hat. Ansonsten vielen Dank für die ganzen Kommentare, die dann geschrieben wurden, wodurch auch dieses Video dann entstanden ist, wo viele, viele verschiedene Optionen noch vorgeschlagen wurden, zum Beispiel Batteriespeicher, dann USVs und so weiter. Und in diesem Video wollen wir das mal anschauen. Was wollen wir überhaupt schützen? Wir wollen uns vor Stromausfall schützen. Und ich wusste gar nicht, dass der Bedarf so groß ist, beziehungsweise dass die Angst so groß ist vor Stromausfällen. Und daher ja, habe ich das nicht erwähnt gehabt im ersten Video, aber hier gehen wir mal die Möglichkeiten durch. Genau. Wir wollen im ersten Step mal eine Notbeleuchtung zumindest erreichen, dass ich zum Beispiel im Treppenhaus nicht stolpern kann oder sonstiges, ne? Also eine Art Notbeleuchtung. So, die Netzwerktechnik wollen wir angucken, wie man die absichert. Dann Zutritt, das heißt, wenn ich mich so stark an den Fingersensor gewöhnt habe, dass ich nie einen Schlüssel oder sonstiges mitnehme und sonst ist auch keiner zu Hause und der Strom ausfällt, ist man natürlich ja, ein bisschen verloren, wenn man nicht mehr reinkommt. Aber das kann natürlich im Standardhaus auch passieren, weil sehr, sehr viele Türen immer mit einem Fingersensor ausgestattet werden oder mit Code oder mit Chip oder was auch immer. Genau. Dann Lichtsteckdosen, Wasserpumpen, Hebeanlagen, das finde ich auch so ein Punkt, was ziemlich wichtig ist, dass man vielleicht noch irgendwie auf Toilette gehen kann oder irgendwo noch Wasser hat, vorausgesetzt natürlich. Von der Straße kommt der Druck noch an, ne? Wenn das auf der Straße nichts mehr gibt, dann gibt es natürlich im Haus auch nichts mehr, auch mit der Pumpe. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar so, wie ist das normalerweise aufgebaut? In der Regel ist es ja so, dass eine Spannungsversorgung die Sensoren und Aktoren in einem KNX-Netz versorgen. Also dass die Spannungsversorgung das Ganze versorgt und die funktionieren. Sobald der Strom ausfällt, dann geht nichts mehr, ne? Dann gibt es eine kleine Möglichkeit, deswegen hier auch kleine Notbeleuchtung, und zwar die Spannungsversorgung mit einem Akku zu stützen, ne? Das heißt, dieser Akku wird an der Spannungsversorgung angeschlossen und sobald der Strom ausfällt, kann dieser noch die ganze Buslinie oder mehrere, wenn man mehrere davon hat, versorgen und dann auch diese Bewegungsmelder oder Präsenzmelder natürlich auch. Und es gibt Präsenzmelder und Bewegungsmelder, also zum Beispiel diese von MDT, die eine extra weiße LED besitzen, die man für verschiedene Zwecke nutzen kann. Aber in diesem Falle könnte man sagen, sobald der Strom ausfällt, dann werden diese LEDs eingeschaltet, ne? Weil diese Spannungsversorgung hat einen potenziell freien Ausgang, da kann man einen Binäreingang dran anlegen und von da aus eine Information geben, hier Strom ist ausgefallen, bitte da was tun und die Beleuchtung einschalten. Hier blende ich das Ganze auch ein. Ich denke, im Dunkeln sieht man echt gut noch, also die sind sehr, sehr hell, also wirklich, das seht ihr auch selber, die reichen auch so als Notbeleuchtung aus, ne? So hat man zum Beispiel im Schlafzimmer, im Fluren und überall diese Präsenzmelder platziert und erreicht man eine gute kleine Notbeleuchtung. Und so wird das Ganze angeschlossen, also mit vier Drähtchen wird das angeschlossen. Hier kommt dann die Busspannung, also oder beziehungsweise die ganzen Geräte dran. Und durch diese Spannungsversorgung wird auch dieser Akku geladen, ne? Das heißt, ich brauche kein extra Ladegerät noch dafür. So, dann gehen wir weiter zu den nächsten Möglichkeiten, und zwar USV. Das ist eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Das heißt, hier ist irgendwo meine Sicherung, die versorgt diese USV und die USV versorgt gleichzeitig, egal ob der Strom jetzt ausgefallen ist oder nicht, die ganze Zeit versorgt die irgendwelche Geräte, ne? Das heißt zum Beispiel den LAN-Schrank. Das ist so eine Anwendung, was man in der Regel sehr, sehr häufig findet, dass man irgendwelche Server damit versorgt, weil die sind ja immer sehr empfindlich. Wenn da der Strom einfach so ausfällt, dann verträgt das nicht jeder Server oder gibt es halt manchmal Schäden, ne? Oder Verluste an Daten und sowas. Deswegen nutzt man USVs, unterbrechungsfreie Spannungsversorgungen, die dann ja, erlauben, zum Beispiel die Server dann kontrolliert runterzufahren, ne? Genau, hier blende ich auch das Ganze ein. Also hier habe ich auch eine USV, wo ich meinen Stecker ziehe.
Und die Lampe ist daran angeschlossen, die Lampe leuchtet weiter. Ne? Da sieht man ganz genau, wie diese USV funktioniert. Das ist jetzt nicht eine von APC, sondern ja, eine andere von Eaton, aber ist ja egal. Zum Zeigen reicht das, genau. Dann gehen wir weiter, und zwar kann ich die dann auch zweckentfremden und damit auch Rollläden versorgen. Ne? Noch nicht mal nur im Smart Home Haus, auch in einem normalen Haus könnte ich hier dran Rollläden dran anschließen. Nicht viele, man muss echt aufpassen, wie groß die USV ist. Es gibt verschiedene Abstufungen, wie leistungsfähig diese USVs sind, und da muss man halt aufpassen. Da gibt es von 500 Watt bis irgendwie 2000, 3000 Watt, ne? Und wie lange die laufen kann und so weiter, das muss man natürlich alles berücksichtigen. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, auch so einen Rollladen mal damit zu versorgen. Oder halt zum Beispiel wichtige Bereiche. Wenn ich sage, Treppenhaus ist mir sehr wichtig, der muss beleuchtet sein. Wenn mal Strom ausfällt, dann ja, versorge ich das Ganze auch hiermit. Es kann ja auch ein anderer Bereich sein. Gehen wir weiter. Hier der Motorschloss. Ne? Ich hoffe, man sieht das. Ja, man sieht das. Genau, Motorschloss und der IK-Sprechanlage an sich, dass das Ganze noch funktioniert und dass ich noch in mein Haus komme. Ne? Da muss man halt auch aufpassen, dass man das Ganze an Skynix irgendwie, wenn man Smart Home hat, dass man das Ganze irgendwie koppelt, so dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel. Und die USV kann ja nicht, ja, die ist halt zeitlich begrenzt. Die kann nur so und so lange laufen, bis die halt Kapazität hat. Und da muss man eine Benachrichtigung bekommen, hier in Telegram, du musst in 2-3 Stunden oder wann auch immer oder eine halbe Stunde daheim sein und deine Tür öffnen. Als Beispiel, es kann natürlich durchaus auch anders sein, aber so als grobe Vorstellung reicht das, denke ich mal, aus. So, natürlich kann die USV auch die KNX-Linie versorgen. Und dafür brauchen wir keine spezielle Spannungsversorgung, sondern eine normale Spannungsversorgung, die dann hier dran angeschlossen wird und dann ebenfalls diese kleine Notbeleuchtung mit umgesetzt werden kann. Und dann geht es natürlich weiter. Die Vorteile von dieser USV können genutzt werden, und zwar zum Beispiel ein Rollladen damit gesteuert werden. Ne? Ich würde jetzt nicht jeden Rollladen, nicht jetzt komplettes Haus. Kann man machen, muss man aber nicht, weil die ganze Last ja die ganze Zeit da durchgeht. Und da muss man auch gucken, wie diese Einschaltströme sind und. Daher nur die wichtigen Bereiche abdecken, zum Beispiel eine Tür, wo ich flüchten kann, oder ein wichtiges Fenster, wo ich vielleicht rauskrabbeln kann oder was auch immer, ne? Kann damit dann abgedeckt werden und somit auch dann hochgefahren werden. Von der Schaltung her würde ich jetzt so machen, dass ich die USV, sobald Strom ausfällt, immer die Rollläden einfach nach oben fahren lassen. Ne? Das heißt, egal was passiert, immer wenn der Strom ausfällt, fahren diese gewissen Rollläden immer hoch, ne? Und fährt und bleiben dann auch da. Ne? Weiter können natürlich dann auch Lampen angeschlossen werden oder wichtige Steckdosen oder was auch immer können dann an diese USV angeschlossen werden. Auch Hebeanlage, Pumpen und so weiter, ne? Die mir wichtig sind. Genau, da gibt es eigentlich keine Grenzen, die im 230 Volt Bereich liegen. Wie kann das praktisch und sauber gelöst werden? Und zwar müsste die USV hier zum Beispiel jetzt einfach mal an eine Sicherung angeschlossen werden, klar, über reinklemmen und so weiter. Ne? Dann geht es weiter zu dem Notbereich. Ich würde diesen Notbereich auch so wählen, dass der komplett abgeschottet ist, ne? Dass der einen separaten Platz hat, dass der auch separate Aktoren hat und so weiter. Ne? Und dann geht es einmal weiter zu den Verbrauchern. Ne? LAN-Schrank hier, Rollladen, Treppenhaus und so weiter, Türschloss, genau. Das könnte so umgesetzt werden, dass im Verteiler irgendwo ein Platz gefunden wird. Dann kommen wir zu der nächsten Möglichkeit, und zwar ist es in der Regel ja so, man hat irgendwie einen Zählerschrank und der versorgt dann einen Verteilerschrank und von da aus gehen die Verbraucher weg. Ne? Und einer hat gefragt, was ist jetzt mit PV? Ne? Und dort gibt es ja auch irgendwie Batteriespeicher und so weiter, wie kann man das Ganze auch einsetzen? Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, und zwar gibt es heutzutage schon Wechselrichter, die eine Notstromfunktion erfüllen, und zwar sind das nicht alle Wechselrichter. In der Regel ist das so, sobald hier der Strom ausfällt, der von der Straße kommt, ne, das heißt von dem Energieversorger kommt, fällt der Wechselrichter aus und kann auch nicht reaktiviert werden. Es gibt aber heutzutage schon Möglichkeiten, es gibt Wechselrichter, die eine Notstromfunktion haben, und diese werden an eine Batterie angeschlossen. Das heißt, PV-Module liefern den Strom hier an den Wechselrichter. Das wird umgewandelt und geht einmal zum Zählerschrank. Und wenn es nicht verbraucht wird, dann geht es in den Batteriespeicher. Dort wird es gespeichert. Und wenn dann der Strom ausfällt oder nachts zum Beispiel, wenn der Strom gebraucht wird, geht es einmal durch den Wechselrichter durch. Dieser bereitet wieder die Spannung so weit vor, dass das Ganze hier genutzt werden kann. Der kann sogar dreiphasig funktionieren. Wie gesagt, da muss man echt aufpassen, welche Wechselrichter dafür geeignet sind. Und man kann die Batterie nicht einfach hier sagen, ich schließe die Batterie doch einfach hier dran an.
und also an den Verteilerschrank und kann mein ganzes Haus versorgen. Dort gibt es halt sehr, sehr viele Punkte, die man beachten soll. Also ersten Punkt, dass das auch sein kann. Zum Beispiel, man stellt sich vor, es ist Winter und die ganzen Module waren bedeckt oder ein Teil der Module waren mit Schnee bedeckt und die Batterie konnte gar nicht geladen werden, sondern nur auf 20% geladen werden und so weiter. Und dann, wenn der Strom ausfällt, dann ist die Batterie auch leer und somit habe ich auch keinen wirklichen Notstrom. Ne? Da muss man halt aufpassen, muss man rechnen und gucken. In der Regel lädt man die Batterie ja auch nicht aus dem Netz, außer man ist Sicherheitsfanatiker und sagt, wenn der nicht geschafft hat, also wenn der Wechselrichter das Ganze oder die PV-Anlage nicht geschafft hat, dann soll die Batterie geladen werden. Aber es sind so Spezialfunktionen, genau. Und was man noch beachten muss, ist halt, dass dieser Wechselrichter keine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung ist. Ne? Das heißt, sobald hier der Strom ausfällt, müssen hier noch Schütze eingebaut werden, die das Ganze umschalten. Ne? Das ist so eine Sicherheitsfunktion, die eingebaut werden oder spezielle Umschaltboxen werden dazwischen geschaltet, die dann das Ganze einmal umschalten und das dauert in der Regel so eine Minute lang, bis das Haus damit versorgt werden kann. Und da muss man halt auch gucken, dass man vielleicht nicht das ganze Haus versorgt, sondern nur gewisse Bereiche, ne? Damit die Batterie nicht so schnell leer geht. Ne? Und in dem Fall, wenn es jetzt wirklich die nicht voll ist, die Batterie, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Im besten Falle fällt das nachts aus und dann hat man ein Problem, genau. Wie kann ich das Ganze optimieren? Natürlich wieder mit einer USV, die vielleicht meine wichtigste Technik dann noch am Leben erhält. Ne? So, wem das Ganze immer noch nicht reicht und sagt, ne, ich brauche noch mehr oder ich bin totaler Sicherheitsfanatiker und ich müsste noch mehr haben, dann müsste man hingehen und sagen, okay, ich habe die Sicherheit von der PV-Anlage mit Batteriespeicher, ich habe die Sicherheit mit einem USV. Ich muss sogar noch einen Generator dazwischen schalten. Und das ist auch möglich. Also es gibt Umschaltboxen, die das Ganze automatisch passieren lassen und so weiter. Man kann es natürlich an ein Smart Home binden, wo dieser Generator automatisch eingeschaltet wird durch irgendwelche Logiken und so weiter. Ne? Nach 10 Minuten hat einer geschrieben, wenn 10 Minuten der Strom nicht da ist, dann wird der Generator eingeschaltet. Wenn der Strom dann wieder kommt, dann nach 10 Minuten wird das Ganze wieder auf EVU umgeschaltet und so weiter. Ne? Und da muss man halt gucken, wie man das Ganze aufbaut. Ob diese Umschaltbox jetzt genau da eingebaut werden muss oder da oder hier oder da. Ne? Das muss man halt genau aufpassen. Und bei den Generatoren muss man vor allen Dingen aufpassen, was habe ich für einen. Ne? Weil nicht jeder Generator ist dafür geeignet, weil in der Preisklasse zum Beispiel bis, ja, sag mal jetzt einfach mal so 5, 6, 7, 8.000 Euro, ist nicht jeder Generator geeignet in dem Falle, weil der keinen Dauerlauf hat, der kann nicht dauerlaufen. Das heißt, der kann nur 2, 3, 4, 5 Stunden vielleicht laufen, da muss der ausgeschaltet werden. Ne? Genau. Und vor allen Dingen, man bräuchte einen Invertor-Generator. Ne? Man kann nicht jeden Generator einfach nehmen, weil die Spannung, die da rauskommt, die ist nicht gut für die ganze Elektronik, die im Haus verbaut ist. Heißt Fernseher oder die ganze KNX-Technik oder sonstige Sachen, die Elektronik besitzen, die sind halt an so einem Generator nicht so gut. Ne? Sagen wir mal einfach, es gibt einen Generator mit einem guten Strom, der heißt Invertor-Generator und es gibt einen Generator, der hat einen schlechten Strom. Das hat etwas mit Frequenz zu tun. Ne? Das könnte so aussehen, wenn zum Beispiel jetzt eine große Last zugeschaltet wird, könnten Spannungsspitzen entstehen und so weiter. Ne? Auch diese ganzen, dass man dreiphasig vielleicht nicht anfahren kann und. Also es gibt schon Hürden. Klar gibt es auch welche, die dann 20, 30, 40.000 Euro kosten, die dann aber, denke ich mal, nicht für jeden erreichbar sind. Und was man auf jeden Fall noch beachten sollte bei dieser ganzen Technik, also wenn man sagt, ich muss diese und diese und diese und diese Sicherheit haben. Man muss wissen, dass man immer Folgekosten hat. Ne? Das heißt, man hat eine USV, dort muss vielleicht irgendwann mal eine Batterie getauscht werden. Dort muss vielleicht mal eine Wartung gemacht werden. Genauso wie bei einem Generator. Wenn man das selbst nicht kann, dann muss man oder dann ist man auf irgendeinen angewiesen, der eine Wartung macht, der vielleicht eine Prüfung macht, der vielleicht mal guckt, ob es noch funktioniert und so weiter. Und daher muss man halt da aufpassen auf diese Folgekosten. Ne? Genau, das war mir noch wichtig zu sagen. Und das waren die Möglichkeiten. Gerne kannst du mir in die Kommentare schreiben, was du für diese Möglichkeiten hältst. Hast du schon so eine Lösung gemacht? Hast du vor? Hast du Angst vor Blackout? Weil einige haben auch in den Kommentaren geschrieben, seit 37 Jahren habe ich noch 2 oder 3 Stromausfälle gehabt, die mehr als 5 Minuten gedauert haben. Und das wäre ja eigentlich kein Problem. Genau.
Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, das würde mich freuen und wird meinen Kanal sehr, sehr unterstützen. Ein Abo wäre auch sehr, sehr gut, wenn du hier geblieben bist bis jetzt, dann denke ich mal, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ich bin gespannt auf die Kommentare, vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere Video. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!